Ja! Oh, ich ahne. Und damit herzlich willkommen zurück bei Granny 3. Ja, ich habe ja gesagt, wir können uns noch was anschauen. Es gibt ein neues Game Over. Und ich habe gesagt, wir gehen auf Easy. Schalt mal von mir alles ein, was geht. Granny Grandpa und Slendrina. Ich glaube, wie war es bei Slendrina gleich wieder? Ich muss dann wegschauen. Probieren wir das mal. Kann funktionieren, kann auch schief gehen. Ja, eigentlich will ich ja, dass es schief geht. Und alles natürlich an Tag 1. Oh, das war sehr kraftvoll. Okay. Also, ich kann ja runtergehen, nur entdecken die mich sofort. Das ist Blade, aber okay, andererseits ist es ja auch nicht so schlimm. Kommt gleich. Wee, 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 wee. Ja. I know! Lass mir doch mal Ruhe! Aber so kann ich nämlich... Ha! Eigentlich nicht blöd. Du kannst ja echt total hier runterlocken und dann kannst hochrennen. Also eigentlich ist das ziemlich sweet. Also das ist zumindest der Plan. Der Plan, dass die hier runterkommen. Okay. Zumindest Granny. Von allen Leuten kommt gleich Granny natürlich. Ja, ich sehe da Baseball. Die macht aber nicht wieder zu hier, oder? Nö. Ja, das ist jetzt Blade. Das ist nur Granny. Das ist jetzt Blade. Das ist nur Granny. Wo ist Grandpa? We need some Grandpa in here. Ach, nö. Sag nicht. Sag nicht. Nein, nein, nein. Ah, lol. Ich hätte anders gehen sollen. Ich Idiot. Hey! Das war Blade. Ich sollte nochmal hertriggern, außenrum gehen, dann hier durchkriechen und dann kann ich hoch. Dann kann ich hoch! Hoch hinaus! Hier! Ist der Grandpa? Nee. Machen wir mal. Hi, wi, 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 wi. Hören die das? Ja, ja. Boah, die sliden richtig runter. Hallo? Also, jetzt hast du mich gesehen, ha? So. Jetzt aber schnell! Ich hoffe, die kommt da rein überhaupt. Ja, perfekt. Ha! Ich kann nach oben gehen, oben gehen, oben gehen. Und jetzt kommt Grandpa. Macht's Batsch! Grandpa? Oh, du hast es gehabt! Aber sowas von. Ist da? Der Train Key! Ja, lol! Ich hab so früh den Train Key schon. Da wäre cool, wenn es der Weapon Key drin wäre, dann. Da ist Granny. I need. Ah! Nein! Oh. Ich gebe zu, dass mit. Oh, hi. Das mit Slendrina ist ein. Kann ich nicht schneller laufen? Anscheinend nicht so wirklich. Ah ja. Kaum ein paar Meter weg. Ja, wo ist denn der hin? Ich kann den nicht mehr finden. Aber ich wollte mich ein paar Mal hauen lassen, weißt, dass ich die Game Over kenne. Oh, da ist er. Hallo. Bin hier. Huhu. Nein. Ich weiß es auch nicht, wo Granny rumstolziert. Mein Pech ist sie da hinten. Weapon Key. Aber die ist oben. Tauch mal bitte nicht auf. Komm, mach auf. Natürlich! Ach, natürlich! Also, lol. Ich hätte schon mal den Weapon Key gefunden. Es ist möglich. Ich meine, sobald ich Shotgun habe und Munition habe, ist das Ganze gar nicht mehr so schwer. Dann ist das Ganze eigentlich ertragbar. Ohne Slendrina wäre es natürlich noch viel einfacher. Keine Ahnung, warum ich jetzt so heldenhaft versuche, irgendwie zu flüchten. Wo starten die eigentlich? Natürlich, die startet da oben. Natürlich. Ich müsste halt zur Slingshot kommen. Und zur Slingshot wiederum, ja, zu kommen ist jetzt erstmal interessant. Weißt du, wenn ich beide rauslocken könnte, hier draußen irgendwo, die bleiben lang genug draußen, könnte ich Slingshot holen, dann irgendwie schauen, dass ich Steine hole, dann erstmal Granny ausnocken. Im idealen Fall dann Grandpa ausnocken, dass ich die Shotgun bekomme. Und dann wird's einfach. Aber ich will ja prinzipiell eigentlich ein paar Mal failen. Aber ich schlag mich eigentlich gut. Da ist er.
Ah! Das wollte ich jetzt nicht. Der ist nah. Hallo? Nein? Das wird kritisch. Oh, das wird sehr kritisch. Alter! Auf! Okay, Grandpa wäre jetzt draußen, das wäre gut. Jetzt müsste ich nur noch... Ja, wenn jetzt Granny auch noch draußen ist, das wäre noch bläder. Weil, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein klitzekleines Problem. Weil ich komme dann zwar zur Slingshot, aber das war's auch wieder. Und bei meinem Glück ist Granny... Nein, das ist Landrina. Ist das dein Ernst? Oh oh. Keine Chance gegen Grandpa. Keine Chance, hey. Da hast du also gegen den... Nee. Du kannst flüchten, wenn du willst. Also ohne Shotgun war der mir irgendwie sympathischer, ein bisschen. Du konntest vor dem schön flüchten. Ich meine, ich müsste beide irgendwie runterlocken. Aber es ist mir jetzt eigentlich eh Wayne. Ich will ja nur schauen, ob ich das neue Game Over krieg. Also müsste ich mich noch zweimal schnappen lassen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gib mir Stein. Bau nochmal ein. Falls ich versemmel. Wo ist denn noch ein Stein? Wo sind die anderen beiden eigentlich? Hallo? Da ist ein Stein. Ich müsste es dann nur treffen. Also ich müsste herlocken. Ja, lol, da wäre auch noch ein Stein gewesen. Da. Hallo? Ah, hören sie wahrscheinlich nicht. Wo sind die? Jetzt, wo ich sie mal bräuchte. Sind sie nicht da? Toll. Ich will sie jetzt nicht verlieren, die Slingshot. Ha! Too easy. Ich meine hier... Das war blöd. Ha! Jawohl! We have the shotgun! So, wo ist Granny? Wow. Wie das einfach mal keinen Sound macht. Also... Ab dem Punkt wäre es sogar relativ gut machbar, würde ich sagen. Wo ist die jetzt? Ich meine, das heißt, wenn du failst, schau wirklich, dass du draußen die Shotgun irgendwie dann verlierst. Nicht irgendwo mitten im Anwesen. Es wäre ein bisschen blöd, die wiederzukriegen. Weil ab dem Punkt müsste Grandpa die Shotgun auch nicht mehr aufheben. Glaube ich. Meine Schöne ist, hier ist halt Ammo. Aber wo ist Granny? Ich meine, im Prinzip ist es jetzt nicht ganz relevant, was ich gerade eigentlich tue. Weißt was? Ich will sie nur herlocken. Das ist alles. Das ist nur Taktik gerade von mir. Was passiert, wenn ich dann da runterspringe und das gucke? Godel! Fordert mich. Da bist du. Oh. Das war jetzt ein bisschen blöd. Und da, okay, sag mal so, du hast halt nicht unbegrenzt Munition. Das kommt noch erschreckend dazu. Bam! Jawohl! Das wollte ich schon seit Anfang an machen, Granny 3. Weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe. So, okay. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein neues Ende kriegen. Platsch. So. Da bist du, da bist du. Hallo. Gut. Folgendes, dann cutte ich mal dann ein bisschen, bis wir dann kurz vorm Ende vom fünften Tag sind. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Tag 5. Wenn ich Glück habe... Ja, das ist immer unterschiedlich. Am Tag 4 ist... Das ist eigentlich noch viel einfacher gerade. Jo. So, ich hoffe, wir kriegen die neue Szene. Könnte theoretisch Zug sein. Nein, ist natürlich nicht. Nee. Die Szene kennen wir schon. Jo.
Ich glaube, ich werde dann kurz mal nochmal neu starten und auf Extreme machen, dass es schnell geht. Oder war das die? Warte mal. Oder? Nein, das ist sogar eine neue Szene, doch. Doch. Also nee, das kannte ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist die neue Szene. Aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. So, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Anlauf. In der Hoffnung, dass wir die neue Szene entdecken. Wenn Slendrina auftaucht, das wäre schön. Aber soll nicht so sein. Aber Granny. Granny, hier bin ich. Hier. Hallo. Also. So. Hoffentlich dieses Mal die neue Szene. Ich hoffe so. Ja! Oh, ich ahne. Oh, ich ahne! Oh, Jesus. Oh, Jiminy. Oh, ho, ho! Alter! Das ist übel. Ja, das ist übel. Und damit lasse ich es erstmal wieder gut sein mit Granny 3. Also, Spieler des 3 Game Over-Szenen? Ich weiß nicht, das mit der... mit der Sonnenbrille, war das von Anfang an schon so? Ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, richtig. Aber cool, dass wir noch eine neue Game-Over-Szene eingefügt haben. Jetzt haben wir es wie man durchgespielt. Wir haben sogar die Shotgun mal bekommen. Aber ich glaube, aktuell gibt es nichts Neues. Ansonsten, also von dem, was ich jetzt weiß. Aber wie findet ihr denn die Szene, also die neue Game-Over-Szene? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.